Kaution. Nein! Wer ist da gefallen? Aua, aua! Wisst ihr, was mir gerade einfällt, wo wir noch gar nicht gesucht haben? Unterm Sand. Genau. Da habe ich ja schon die ersten Schichten abgetragen gehabt. Ja, aber da haben wir noch nicht wirklich weitergesucht. Wir haben überall. Ja, aber das sind trotzdem nur 4 Felder bis Bedrock. Oh, stimmt auch wieder. Also es muss, kann ja nur irgendwo sein, wo ein Stück Berg ist. Nein, vielleicht hat er unter dem Bedrock weitergebaut. Also du kommst ja durch den Bedrock gar nicht durch. Ja, vielleicht ist an der Stelle halt kein Bedrock. Boah, Stress. Und du kommst da wieder auf Ideen, das macht er schon wieder voll Mut, ey. Wer geht dem kreativ und guckt nach? Niemand. Ich fucke hier oben mal kurz aus. Wo ist denn hier der Ausgang? Ja, Fussel und ich haben schon gefunden. Ich bin auch schon draußen. So, ich habe mal eine erhöhte Position gesucht. Ja, von hier sieht die Burg natürlich sehr süß aus. Aua! Ui, ui, ui. Dem Hand runtergefallen. Dezent. Irgendwie sieht das Loch im Sand lustig aus. Das sieht irgendwie aus wie so ein Smiley. Na eben. Fein gebaut. Guck mal kurz. Siehst du das? Hier unten im Mund, da die beiden Augen. Tja, wo könnte dann, das jetzt noch sein? Jetzt mal fahrst du nach unten. Wo? Na, so viele Möglichkeiten gibt's ja nur echt nicht mehr. Obwohl, es gibt extrem viele. Ich hab mal überholt. Ich hab's gesehen. Oh, scheiße. Creeper. Viele Creeper. Oh, das wurde hin. Ja, genau. Mio. Aber gut, wenn sie auf dich fixiert sind, dann kann ich sie nämlich einfach erschlagen. Das ist richtig. Warum kommt der jetzt zu mir? Der hat keinen Bock mehr auf dich. Der kommt jetzt zu mir, der mag jetzt mich. Oh. Hinter dir. Uah. Ich kann mich nie um alles kümmern. Kernbohrung. Wir haben ja hier noch gar nicht so wirklich richtig gesucht. Also ich bin noch im Wasser gelandet. Aber nicht von 500 Kilometern in eine Lagerwasser vielleicht. Hier ist Bedrock. Ich habe auch Bedrock. Hui, ja, das war knapp. Ich auch. Ja, wir können irgendwie keine 30, 40 Kernbohrungen machen. Bedrock. Na, oder wie kommt's doch? Kann jemand eine Schaufel? Oh, hier ist der Clay. Ja, ja auch. Schaufel können wir eine craften. Ich hab glaube ich noch welche. Was? Mach meine drei Schaufeln hier nicht. Hier ist der Clay. Schwer wahnsinnig. Oh. Ui. Das hat vor jemand Spaß. Ja, ich hab mal eine schnelle Kernbohrung gemacht. Ich sag nur Pyramide ausbohren. Genau. Ja. Pyramid. Ja, verkackt, wo ist denn das Ding? Wo ist es? Sterbt nicht. Hm. Aber wie wird's gerade ein bisschen deprimieren? Ja, wir sind hier hinten schon mal durch unseren komischen. Ja, Berg hier hinten schon mal so durchgeschreddert, so grob, ne? Durch diese Wand. Mhm. Ja, was sagt denn Fussel dazu? Ja, das ist immer so extrem riesig, ne? Also, da gibt's immer extrem viele, aber weißt du ja auch nicht, wie groß ist hier die Mine und.
Weiß ich nicht. Jetzt hier, was ich folgen, damit ich was da im Dschungel war. Im Dschungel war doch der Zugang zu Nether. Nether. Ja. Ja, klar. Hey, du Dieb. Bin eh voll. Deswegen suche ich ja dann schon. Dann geh ich mal jetzt mal hier an dieser riesen Steinwand vorbei, einfach schnurstracks dran vorbei und schau mal, was am anderen Ende ist. Und zwischendrin lagere ich mal ein paar Sachen ab. Ja, das werde ich auch tun. Ich würde mal leer machen. Ich schließe mich an. Alles so Mitläufe. Wir sind doch ein Team. Ja, ja, bleiben das merke ich immer wieder, wenn ich mich zu euch porten muss. Ich nehme natürlich den Lieferanteneingang. So, achso, nicht. Mir hat gerade Creeper erwischt. Ein Dorf. Eiswand. Dann kann man ja mal eine Stunde laufen. Nein. Jetzt die Eiswand kaputt? Ja. Ich mach gleich zu. Böse. Darf die nicht. Dafür kann ich ja nicht mehr hinter mir stehen. Der Arsch. Ich hab ja. Clay, wo soll ich denn Clay hin? Ich würde sagen, mit Sand in die Kiste. Paul, oh, geht das hier in Ruhe. Ich geh mal schnell die Wand wieder richten. Jo. Gravel haben wir ja zwei Dinger sogar. Wo hat er denn dich so ungefähr erwischt? Okay, wenn du hier hinten rumgehst durch diesen Plänen. Boah, leck. Na, zur Tür raus hinten. Wo? Ist ein Durchgang durch. Das hängt gerade übel. Also praktisch hinter der Steinwand. Hinter der Wand, ja. Ja, tot. Aber genau da war's. Genau. Genau hier. Boah, werden die ganzen Brote gefressen? Sind nur noch 14 drin. Ich hab mir von unseren 10 mitgenommen. Wie sind 14 drin? Zwei Brote sind in der Kiste. Zwei? Ich habe von uns zwei rausgenommen und da waren noch zwei da und 14, glaube ich. Gut, wir haben sie verschleißt, sei es drum. Mal gucken, ob ich die Form wieder hinkriege. Wir haben ja jede Menge Melonen vor der Haustür. Ich hab nicht mehr. Ist so unten. Nein, ich muss hier wieder tun. Also mit Schleimbälle kann man handeln. Auf jeden Fall. Das ist ein reichlich anwesend. Aha. Echt nicht schön. Ist sie wieder draufgegangen, wa? Nein, ach. Du musst auf dem Spawn alles nachmachen. Ein Imitierung. Ein Duplikat. Und wenn das hier unter dem Wasser, unter dem Brunnen ist? Nee, da waren wir da auch schon. Da hat man doch die ja. Redstone gemobst. So ach ja. Wird gleich dunkel. Ich mir noch mal sofort Reservewerkzeug.
Ja, nu, ne? Puh. Müssen wir nur was in der Wand hinter uns finden. Genau, da wollte ich eigentlich hingehen. Ja, vielleicht entweder in der Wand oder einfach in die Richtung, glaube ich jetzt mal. Als letztes hätten wir natürlich noch die Möglichkeit, in der Wand von dem Ring, in dem wir wohnen, könnte ja auch noch was sein. Weil der ist komischerweise auch anders. Aber hier außen, glaube ich, ist nichts außer Monster. Jede Menge Monster. Links oder rechts rum? Je nachdem, wo du rausgelaufen bist. Ja, in die Verhandlung. Ausgang. Links rum. Hier ist nämlich auch noch so eine Wasserpfütze hier hinten. Und so erhöhte Geschichte. Und Creeper! Ah, verdammt. Ich bin natürlich auch geil, ey. Geh aus dem Die Game Bäume Mode wieder raus. so dicht, dass du Geh aus natürlich dem. nur Monster hast. Ja. Hier ist aber auch ein Plateau. Ja, hab ich gesehen. Ich bin natürlich auch sehr geil. Geh aus dem Game Mode raus und guck mir nicht um, was hinter mir ist. Mit Wasserquelle. Jupp. So, hier haben wir auf jeden Fall die Geschichte hier mit dem Netherportal. Da bist du schon. Ich bin jetzt mal auf den Baum geflüchtet vor lauter Monster. So. Oh. Aha. Dann schon wieder nach Hause. Tja, ich kann nichts finden. Ich kann hier nichts finden. Aber unsere Miniburg. So. Die ist so Vielleicht sollten wir süß. nächstes Mal weitersuchen. Wie gerade, ich habe einen verzauberten Bogen irgendwo gefunden. Aha, ich bin jetzt verloren. Okay. Nur. Power 1. Ich komme ein bisschen vor wie Tarzan im Moment. Power 1 ist aber doch nicht deiner. Deiner hat doch. Bist du auf den Mammutbäumen? Ja, jetzt bin ich schon runtergesprungen auf die kleineren Bäume. Bin auch gerade raufgegangen und fast abgestürzt. Hinten kommen noch ganz viele. Runter, ich will doch auf. Tja, hier ist dichter Wald, aber das war's. Ich kann nur von jedem Menge Monster berichten. Ich bin dafür, wir gehen alle in Kreativmodus, verbannen die ganze Welt mit Dynamit und jagen die hoch. Hier ist ja ein Bach. Das wäre meine Möglichkeit. Vorher müsste Steffen aber noch ein Backup ziehen. Ja. Damit wir dann praktisch Was weiterspielen ist können, das hier einfach. für ein Hügel? Hallo! Muss den Spawn hin. Soll? Oder Da geht wir heben uns. da geht nicht drauf ein. Hilfe! Da drüben hat hier. Oh! Glaub Hat hell geworden. Minecraft ist gerade dabei, sich aufzuhängen. Alter, sind hier viele Monster. Kreativ, dynamisch. Nix kreativ, wo kommt man da hin? Yep. Ich mache mir mal ganz kurz da dran, das Feld zu beackern. Also es gibt übrigens noch einen komischen Erdhügel hier direkt am Eingang links. Im Eingang Ja, links. ich komme. Am Haupteingang sozusagen. Oh, Creeper. Den siehst du ja manchmal nicht so einen grünen Creeper hier. Warte. Der Haupteingang. Soll ich ihn anzünden? Also den Haupteingang.